Mein Name ist Dietrich Barth, ich bin Präsident der AKADEC, der Akademie für Technikwissenschaften. Mich interessiert insbesondere die Wechselwirkung von Arbeit und Technologie. Wir beobachten, dass die Robotik beispielsweise zurzeit einen gewaltigen Sprung macht unter der Überschrift kognitive Robotik. Lernen Roboter ihre Umgebung, interpretieren sie mithilfe von künstlicher Intelligenz und setzen sie in Aktuatorik um, die mit dem Menschen zusammenwirkt. Es hat in den letzten Jahren unglaubliche Veränderungen in der Arbeitswelt gegeben durch Technologieeinfluss. Zum Beispiel Digitalisierung, die Einführung von künstlicher Intelligenz in vielen Bereichen. Und das bedeutet natürlich, dass die Mitarbeiter jetzt viele Tätigkeiten nicht selbst machen müssen, dass sie aber in der Lage sein müssen, mit so einem System zusammenzuwirken. Wie wir Mobilität beispielsweise neu gestalten, wie wir Kommunikation neu gestalten, wie unsere Arbeitswelt sich verändert, das wird sehr spannend sein in der nächsten Zeit. Sehr entscheidend wird sein, dass wir bereit sind, uns ständig fortzubilden, weiterzubilden, dass wir in der Lage sind, tatsächlich Nutzen aus diesem technologischen Wandel zu ziehen. Und das wird am Ende dazu führen, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, das, was Menschen einfach besser können als die technologischen Unterstützer, die Rechner, die Systeme.